Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zum Rätsel des Tempelritterordens. Wir lesen uns gleich das Tutorial durch oder hören es uns an, aber zunächst lese ich mir mal das Buch durch. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden ist. Das heißt, wir spielen jetzt gerade Sudoku. Weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder im Quadrant. Okay, dann habe ich schon mal die Bärensymbole. Also die, oder diese. Mann, diese Schweinebärmänner hier. Hier. Sudoku ist recht sinnvoll. Sudoku ist recht einfach, theoretisch. So. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen des Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlösser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungen-Bärenorden, Alter, was für ein langes Scheißwort, bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen. Was zur Hölle sind das überhaupt für Namen? Egal. Die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert haben wollten. Aber schließlich setzten sie sich die Schlangenzungenbären durch. Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlösser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwen im Mosaik eingepasst werden musste. Das sind auf jeden Fall Hinweise, wo wir. Okay. Also hier oben kommt das hin, hier kommt das hin. So. Die sind fast alle vergeben. Kann also nur dahin kommen. So, und von den beiden ist jeweils eins gerade verfügbar. So, hier oben kann ja eh nur noch eins hinkommen. Der hier. So, hier kann auch nur noch eins hinkommen. Und zwar der hier. So, das heißt also zwangsweise hier muss der hin. Und hier die. So. Also. Das war jetzt nicht schwer, oder? Komm, wir machen mal das Tutorial. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Ja, er hat es treffend formuliert. So, das müsste hier sein. Also, ich muss gedrückt halten. Okay. So, da. Und da. Das sieht irgendwie falsch aus. Wir legen die mal nochmal kurz zurück, alle. Also, hernach musste nur noch die Position der Geheimgrabkammer aufgrund seiner Statue. So, war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. So, wir haben hier grundsätzlich diese Anordnung. Das heißt also auf jeden Fall so. Ist ja nicht gesagt, dass sie ober- oder unterhalb liegen muss. So, bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen D-d-d liegen muss. Das kann eigentlich nur hier sein. Oder tatsächlich hier. Das klären wir. Ja, das muss es sein. Oh, ich Ich bin so habe blöd. das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig.
bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Klar, weil Garrett geht... Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Klar, weil Garrett ignoriert einfach, dass da überall Farbe von einem Gnom ist. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Das ignoriert er? Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Leck mich. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist Nein. Also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Und wieder verkauert. Ah, die schöne Widmung. Wie schade ist das? Shai, was hast du mit Zuka gemacht? Oh, hallo Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Richtig Gumbo. Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Warum sie wird das? Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Darum schlich Lilly jede Nacht. Riot, Shibuya, das ist alles so cool. Ich bekomme das gar nicht in meinen Kopf. Hier, ess ein paar. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Okay, also wir müssen ihr tatsächlich was geben. Ist das etwa für mich? Oh, schade. Ja, sie müssen ihr irgendwas geben. Ja, hier. Okay. Schade. Naja, so ein bisschen verführen, ja, wer weiß, ne? Alter, ich habe jetzt schon Angst. Oh nein. Und der... Nein, Mann, warum betöten wir jeden in diesem Spiel? Ich meine, warum verschwindet jeder aus diesem Spiel und hinterlässt so einen tollen Gnom, der mit rosa Farbe alles vollkleckert? Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Alter, der macht mir schon fast mehr Angst als der Tote, der nachts vor Lillys Fenster steht. Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist denn los, mein Freund? Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Alter. Und ich habe mich hier als
Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Was ist denn mit deiner Fröhlichkeit passiert, Mann? Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Mach doch Kunststücke. Du willst Kunststückchen. Nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Ein Pudel, eine Gieraffe, ein Pterodactylus, einen Schraubenschlüssel brauchen wir auf jeden Fall, eine Mensch-DNA und einen Hypercube. Also ich hätte gern einmal alles. Und der Schraubenschlüssel ist die Lösung dafür, dass wir oben den Kronleuchter um das Ballon... Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Okay, Mensch-DNA. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Ein Pudel. Der Klassiker. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Okay. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. So, deine Zigaretten. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Okay, was mit Dr. Marcel? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Er wurde... Also ist tatsächlich das Ende, dass man Harvey, also jetzt mal kurz auf Edna bricht aus zurückzukommen, man hat also das tatsächliche Ende, dass man Harvey glaubt und Dr. Marcel die Treppe runterschubst. Aber eigentlich verschwindet man dann ja. Würde auf jeden Fall trotzdem passen. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ja, okay. Dann holen wir uns mal den Ballon. Oh, ich will den gar nicht haben. Jetzt, wo ich weiß. Na, wobei, wir erlösen ihn mal von seinem. Funktioniert das wirklich? Nein, oder? Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Alter. Oh, ich höre den Gnom schon. Alter. Zigaretten. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Damit können wir Sean überzeugen. Ach Mann, ey. Das ist so ungumbo. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. So, zum Brunnen. Ey, überall. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das...
Mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher, was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Okay, und... Wer kommt denn wenn da ab, oder? Sind wir jetzt... tough? Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf den Kampf. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst... Okay, sie müssen, das ist tatsächlich also der Hinweis, wir sollen auf Spatzen schießen. Also mal davon abgesehen, dass wir hier nichts haben, womit wir auf Spatzen schießen. Oh nein. Wir sollen auf Spatzen schießen. Meint er damit wirklich, dass wir dann im Endeffekt ihn auch einen Kopf kürzer machen? Was macht Zuka da? Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zuka irgendwann leid tun könnte. Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zuka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Wir müssen die Widmung auch noch irgendwie kaputt bekommen. Dafür können wir die Zigaretten nicht benutzen. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre Toll. Halb so schlimm. Entschuldigung. Lilly war das gewohnt. In der Kompo ein Parallel. Also sich an dem bunten Treiben gar nicht satt sehen. Also wir brauchen auch irgendwie eine Säge oder sowas. Irgendwie brauchen wir noch eine Säge. Die haben wir hier aber schon mal nicht. Hier gibt es aber auch keine Spatzen, oder? Nö. Und die Knallfrösche müssen wir auch noch irgendwie rankommen. So, ab ins Kloster. Alter, ey, überall. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Das funktioniert ja auch nicht. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. So, die Kapelle. Garrett haben wir ausgeschalten. Die oberen. So, können wir das... Ah, das Ritterschwert können wir mitnehmen. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Oh, Knochen. Alter. Also das Buch können wir auch nichts mehr machen. Haben wir noch den Beichtstuhl. An den Beichtstuhl können wir reingehen. Okay. Alles klar, Freunde. Mit dem Schwert können wir doch nicht wirklich den Baum kaputt hacken, oder? Das versuche ich jetzt noch. Danach gehen wir dann schlafen. Nee, danach gehen wir dann Folge beenden. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Lilly hatte nicht den Hauch. Können wir ihm Alkohol zeigen? Sind wir dann tough? Wir haben jetzt inzwischen ein paar Items, ein Ritterschwert. Johnny, Schlili. Nicht interessiert. Den Ballon. Johnny, Lili. Nicht interessiert. Johnny, Lili musste. Tollkirschen. Johnny, Lili. Glasalkohol. Johnny, Lili. Okay, auch nicht. Murmeln. Johnny, Lili. Hier haben wir noch Kapu. War Lilly bei Filia. Ja, da oben. Wie wir daran kommen, weiß ich auch noch nicht. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Alter!
Alter! Alles klar, okay. Ich glaube, es ist Zeit, den Part zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Heiliger Scheiße, was ist denn hier los? Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, auf jeden Fall. Bis dahin, peace out, Raccoon Stay Play. Ciao. Oh Gott, ich brauche erstmal Alkohol, um das zu verkraften.